Ein herzliches Willkommen, meine liebste Zuschauerschaft, Gefolgschaft. Ich begrüße Sie zu einem wundervollen Spiel aus der Bronzeliga zwischen oben rechts gespawnt auf Yonzu Modern Styler gegen DeBay. Und das Ganze hier wieder mit dem total supergeilen, ich weiß nicht, wo es herkommt, Interface. Das ist bei manchen älteren Replays, ich habe nichts verstellt, gar nichts und auf einmal, boom, sieht das so aus. Finde ich kacke. Scheiße. Voll abgefuckt. Das ist in die Map mit eingebaut. Aber die haben doch Ladder gespielt. Hier. Blau gegen Rot und so. Ja, gucken wir uns das Ganze an. Es ist PVZ Bronzeliga-Action. Heute, ja, ich habe eben im letzten Spiel versprochen, dass wir noch ein Masterspiel sehen werden. Aber dann habe ich gemerkt, dass das eine E-Mail war von Stahlbolzen. Mit einem Replay, was wir schon längst auf YouTube haben. Warte mal, Option, Gameplay, Zuschauerinterface, Standard. Ah, sehr gut. Ah, jetzt sieht man es, oh, jetzt sieht es aus wie immer. Machen wir mal hier. Ja, das geht jetzt nur nach dem Neustart halt immer, ne? Das ist natürlich. Welches ist denn das Richtige? Wahrscheinlich das. Farbblindheitsmodus. Stahlbolzen sagt, ich habe einfach die Mail nicht gelöscht. Er hätte das gar nicht zweimal geschickt. Sagt er doch bloß jetzt zum eigenen Schutz. Wahrscheinlich wieder megamäßige Bolzen im After-Bereich sich injiziert und dabei vor lauter Glückseligkeit aus Versehen die gleiche Kacke nochmal weggeschickt. Ja. Ja, die Prop hat hier sogar schon einen Kill gemacht, ja, der Protoss. Modern Styler kriegt tierisch die Muffe. Nach dem Spiel mache ich übrigens wieder Diablo an, ja, für die, die am Stream sind. Ich werde, oder ich will das scheiß Aszendentenschild finden. Damit ich mir die geheiligte Barrikade bauen kann. Nachdem mein letztes Fuckteil, was ich mir da gebaut habe, da schon wieder der totale Schrott war. Also da habe ich mir so eine scheiß Schultern gebaut von Aukils Macht, oder wie das da hieß. Also was für ein Fuck. Völliger Fuck. Ja. Kanonen, Luke und Gateway. Zweiter Pylon. Schön Pylon bauen. Damit man nicht Pylon blockt ist. Ja, Zergi mit Pool for the Hedge, damit man nicht gekennrascht werden kann, hat sich mittlerweile rumgesprochen. Bis runter in die Bronzeliga ist das nicht toll. Ja, Wall-In bauen muss er noch üben im Modern Styler. Alles total krumm und schief. Wie im ersten Lehrjahr. Flachstall feilen. Schön. Hast du wieder eine Stunde rumgefeilt, denkst du bist der Geilste, gehst du hin zum Meister, zeigst ihm da hinten und dann dachte er, nee, nee, mein Junge. Das sieht ja noch schlimmer aus wie vorher. Ja. Stundenlang. Rumgefeilt. Zellet schon mal gebaut. Doppelgas, selbstverständlich. Ja, das ist auch immer sehr gut, dass man mehr Drohnen im Gas halt hat, als in den Minerals. Ja, sehr früh sehr viel Gas sammeln ist auch immer sehr wichtig, damit man, damit es einem später nicht ausgehen kann. Das ist der neue Trick. So, Kanonen, Dingens hier, Core. Den hätte ich dann aber auch gerne hier vorne noch mitgesehen, so den Wall-In verstärken quasi, ja, weil wenn er jetzt hier mal mit einer Rotsch draufknallt und dann mit ein paar Banding so durchrottert, dann ist hier die Luke offen, alles ausgeschaltet und da kann sofort überall hin, aber wenn er nochmal erstmal noch ein Chor davor steht, dann wird das schon schwieriger. Ja, immerhin schon mal die Steinchen abgerissen. Das macht er hervorragend. Doppelgas läuft. Pylon. 29 zu 28 Supply. Jetzt ist es 29 zu 29. Es ist ein enges Rennen hier. Rotschbude von DeBay. DeBay. Ich habe letztens übrigens den neuen Star Trek Film gesehen.
ich weiß jetzt nicht welcher. Es gibt ja wohl zwei neue Star Trek Filme. Und den einen davon habe ich gesehen und ich bin total entsetzt. Das ist ja hochglanzpoliertes Action-Kino, so wie man es halt heutzutage kennt. Das hat nichts mit Star Trek zu tun. Wie die Charaktere sich da verhalten, wie die sich benehmen, was die sagen, das ist unfassbar. Als Star Trek-Fan drehst du durch. Fällt mir gerade nur so ein wieder, ja. Wollte ich letztens schon mal gesagt haben, hier ist, dass dieser Film da mit diesem komischen, wo ganz am Anfang Spock in so einem Vulkan sitzt. Weil sie da der Vulkan bricht aus und dann wollen sie das da verhindern, damit die Leute da auf dem Planeten da so ein Noob-Volk, so eine Steinzeitmenschen, damit die überleben und dann totaler Quatsch. Spock heult am Ende, der Vulkan, ja dann die Sprüche von Kirk oder dass er dann da Gefangene verprügelt und dass er so ein rumfickender Weiberheld ist, das ist alles totaler Quatsch. Die Dialoge da, also wirklich, also ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt gewesen von dem Film. Also der Film an sich gut, klar, aber halt total auf Action, bum bum bum. Ich war massiv enttäuscht davon. Habe ich mir gedacht, guckst du dir mal einen neuen Film an, weil ich gucke ja mir lieber 10-mal einen alten Film an, als einmal einen neuen. Und da sieht man mal wieder warum, ja, weil diese neue ist ja alles scheiße. Alles Schrott. So, weitere Gateways und ja, hier vorne ein paar Stalker. Nexus kommt jetzt endlich. Ich habe eigentlich gedacht, ja, er spielt ja so Forge Fast Expand. Aber dann ist daraus nicht so richtig was geworden. So, die ersten Roaches sind halt da. Er spielt das auch defensiv hier, nur so zum Sichersein. Speed kommt, T2 kommt, keine Evo, kann man ein paar Speedlinge, Zerklinge, ein paar hier Creep und Pimmelchen. Ja, wollte ich euch nur mal kurz gesagt haben da. Dieser Star Trek-Film war sehr blöd. Allein auch schon, das ist... Ne. Die Sternenflotte, die sich da benimmt, auch da an sich, da die ganzen Admirals und so. Wie die Amis da in den Actionfilmen. Ja, hier, wir sind die Amis, wir hauen alles zu Brei. Total... Holen Sie uns diesen Bastard. Keiner würde das sagen, Alter, von der Sternflotte. Die sind doch alle wohlerzogene Leute. Ja, ja, ja. Aber da haben sie versucht, halt mal ein bisschen das Star Trek wieder zu beleben. Ich bin sehr zwiegespalten. Ja, Stalker Bersi plus 1. Hier passiert irgendwie auch nicht so viel gerade. Robotics hier und 60 Supply auf der einen, 60 Supply auf der anderen Seite. Es ist wie gesagt Bronzeliga hier. Hier geht der Punk ab. Ihr seht richtig. Ja, Captain Chaos erfüllt den Film an sich ganz okay, finde ich auch, aber mit Star Trek hat es halt nicht mehr viel zu tun. Genau das gleiche wie zum Beispiel mit den Resident Evil Spielen 5 und 6. Als Actionspiel kann man die super verkaufen, vor allem Teil 5. Teil 6 ist ja der letzte wirkliche Abschaum, aber mit Resident Evil hat das nichts zu tun. Ja. Schade, schade. So, noch ein paar Workerchen von Debay. Ja, es ist wie gesagt sehr langweilig hier. Also langatmig. Langweilig ist es nicht, weil man sieht ja hier unfassbar, wie sie loslegen. Hier mit ihren Goldliga, Bronzeliga. Wo ist denn hier die APM-Anzeige? Ach, da unten. 43 zu 80 APM. So. Upgrade-Bude, Roach Hydra in feste. Infestor. Ja, wieder typisches Modern-Styler-Spiel. Entweder geht dir der Punk ab, dass sie da die Superlative für ausgehen. Ja. Oder es ist so ein Spiel wie dieses hier. Vielleicht kommt die Action noch. Ich will es ja nicht zu früh verschreien. Ja. Vielleicht ist das ja noch total die... Ne? Ihr wisst schon. Dass es gleich dann wirklich noch losgeht. Vielleicht. Ja, Twilight, Robuk, alles. Kolosse, Mann oh Mann, Immortal, alles dabei. Hier guckt ihr mal. Es ist schon krass, wie er hier ohne Sentries spielt. Das ist besonders gut gegen Zerg. Weil man will ja, dass die Linge und alle rankommen an seine Linie. Das ist ganz klar. Dritter Nexus hier gebaut, Zerg sieht es.
haut sich hier erstmal die Luke rein. Also für einen Bronzespieler, der Creep-Spread ist ziemlich gut, muss ich sagen. Für einen Bronzespieler ist das schon okay. Beide hauen sich jetzt, wie gesagt, die Steine kaputt. Die Upgrades laufen. Zum Teil zumindest. Ja, ich habe großen Spaß hier. Ich kann ja einfach mal ein paar Minuten laufen lassen, ohne dass ich was sage. Das ist, glaube ich, auch mal nicht so schlecht. Wir gehen mal in die Vision vom Zerg. Ich lehne mich mal zurück hier. Oh, oh, ist das gut, ja. Oh, ich habe die falsche. Was habe ich denn da wieder gedrückt? Auf dem Stream war kurzzeitig eben ein Bild zu sehen, was nicht zu sehen sein soll. Gut, dass ich noch nicht eingeschlafen bin, sonst würden die Leute wieder ausrasten. Ja, sieht doch alles sehr entspannt aus. Ein bisschen creepen hier, ein paar Hydras bauen da. Oh, da kommt ja der Protoss. Oh, böser Protoss. Modern Style, Ion. Ja, er versucht zu maxen Roach Hydra gegen Gateway Mix mit einem Koloss. Schön Kanonen bauen. Ist doch super entspannt, oder? Die Musik schön. Roach Hydra Infestor, das war noch Supply. Geht ab. Oh. Braucht man gar nichts zu sagen, das läuft von selbst. Vor allem jetzt auf YouTube ist das bestimmt blöd, nicht? Weil man mich da nicht sieht, wie ich hier in meinem Stuhl chille. Aber es ist ja nichts los auf der Karte. Was soll man da immer groß erzählen? Oh, Nexus sofort canceln. Zweilinge. Scheiße. Ja, ein paar Gateways gebaut, Charge hat er, plus 2 läuft, Flyer Attacks, Pathogen Glance, Roach Speed jetzt mal endlich, so nach 20 Minuten kann man das ja mal machen, das ist vorher nicht so wichtig. Ja, Herr Payne fragt gerade nochmal im Chat, soweit ein Thema, was ich letztens schon gesagt habe. Yuki, dieses angeblich Mädel, was hier sich als Community-Mitglied ausgegeben hat, habe ich doch schon vor Wochen erzählt, das ist Fake gewesen. Wollte mich in die Venus-Falle locken, so in die Pedo-Falle. Wollte sich immer mit mir treffen und mir Bilder schicken und ich sollte aber zuerst was schicken. Ja. Metamorphose abgeschlossen. Ich treffe mich doch nicht mit einer 14-Jährigen. Bist du bekloppt?
Aber das wollten sie wahrscheinlich, dass ich dann darauf eingehe, damit sie was herben können. Ja, guck mal da, der Pink, der alte Wichser, der will mit einer 14-Jährigen treffen, aber ich bin natürlich schlau und hab das durchschaut. Sonst treffe ich mich natürlich immer mit 14-Jährigen, ist klar. Ja, Protoss reißt hier, glaube ich, dem Zerg gerade sämtliche Zwischenwände raus. Investoren erster Reihe ist immer eine sehr gute Idee. 130 jetzt zu 150 Supply. Der Protoss hier super stark, hat fast nichts verloren. Mal an hier mit hab dich ganz doll lieb, mein Süßer, wollen wir uns nicht mal treffen und so. Das war so offensichtlich. Ich meine, ganz blöd bin ich ja auch nicht. Das war ein Fake und nachdem ich dann da nach ein paar Mal, es wurde ja mehrfach danach gefragt, oder immer mal wieder alle paar Tage gefragt um eben Treffen, bla und bla und bla. Und dann habe ich entweder gar nichts zurückgeschrieben oder nee. Und irgendwann kam halt nichts mehr, weil dann habe ich gemerkt, scheinbar gemerkt wurde, dass es nicht klappt. Ja, Modern Styler hier, nicht? 2-2 gegen 3-1. Aber ich glaube, der Zerg kann ihn nochmal zurückschlagen. Ja, Zerg D-Base schlägt den Modern Styler nochmal zurück. Alle Bases bleiben erhalten, aber er hat jetzt seine vierte hier laufen. Also 4 Base gegen 4 Base und das ist dann gut für den Nicht-Zerg-Spieler. Ja, hat die denn nicht auch Bilder verschickt, wo dann halt irgendwelche Zettel, also als Fake-Check quasi so mit Datum und dem Namen halt von dem User, der das Bild haben wollte? Ja, aber das kann man ja faken. Das ist ja... Entweder Photoshop oder man hat halt eben wirklich irgendein Mädel da, eine bekannte Freundin, Schwester oder so, die bei der Sache halt mitgespielt hat. Oder halt gesagt hat, hier Schwesterchen, mach mal kurz ein Bild mit dem Zettel, sonst haust du dir aufs Maul. Ja. Ich habe den oder die ja auch in Skype gehabt und wir wollten ja auch mal telefonieren, aber es hat ja zufälligerweise nie geklappt, weil dann ja immer irgendwas war bei der Person. Ja, Internet war schlecht, die Verbindung war schlecht, das Headset war kaputt, kein Mikrofon, Kamera war hin. Typischen Ausreden halt. Und dann war mir halt klar, nee. Oder erst recht klar, dass das nichts werden kann. Und halt hier in die ganzen DTs gelaufen und hier schön zerschnetzelt. Genau, diese Yuki, das war ja diese in Schweden Studierende oder in Schweden auf so ein Internat gehende Halbjapanerin. Halb Deutsche oder was, ist ja auch egal, es war ein Fake auf jeden Fall, ist ganz klarer Fall, das habe ich schon vor Monaten, Wochen mal gesagt, ganz klarer Fall von Betrug. Ja, jetzt geht die Action nochmal tierisch los hier, ja, da hat sich das nochmal gelohnt, hier zu warten auf das Bronze-Liga-Action-Game hier. Erst hat der Protoss die Armee abgerissen gekriegt, dann hat der Zerg die Armee abgerissen gekriegt, hier an der Rampe war das vorhin, glaube ich, hier mit den Investoren in erster Reihe und jetzt halt hier die ganzen DTs haben alles durchgeschnösselt und jetzt gehen sie runter hier 4, 3, 2 Kills, die haben alle so viel abgerissen, hier guckt ihr das an und jetzt geht's los! Die hatten so eine Headshot auch schon mal recht schnell kaputt, wenn es so viele sind, ne? So, Hedgecop neu. Bei Protoss gibt's Storm. Hm. Ah, Gas auch gerade leer geworden. Nicht übel. Ja, und ich habe doch auch eine Freude. Ja, das stimmt schon, klar. Aber man lernt ja trotzdem gern nochmal andere Leute, neue Leute kennen. Ne? Wenn das alles in Ordnung gewesen wäre, dann... Und halt auch ein bisschen älter. Aber so nicht, meine Freunde. So nicht. Der Pain wird vielleicht schon wieder ganz hibbelig, wenn er hört, oh, eine geile 14-jährige Japaner Schnuckimushi. Da kann ich ja mal ranhüpfen. Und meinen kleinen Dödel reinhalten. Aber nicht mit mir. So, hier, er steht auf Kanonen.
Da braucht man, also man hat es ja eigentlich eher umgekehrt, dass man halt hier an den Nexus ein, zwei Pylone baut, eine Kanone oder zwei, manchmal auch drei und dann nochmal ein paar Gateways davor, damit die Kanonen nicht sofort kaputt gehen, wenn da was kommt, aber das brauche ich nicht. Dafür baue ich halt einfach keine Gateways und dafür nochmal ein paar mehr Kanonen, das gleicht sich dann aus, denkt er sich. Ja, will hier oben eventuell auch gleich noch expandieren, hat jetzt auch hier nochmal ein paar Kanonen hingestellt. Bisschen wenig Gateways, wie ich finde, hat halt hier 6, 7 Stück, das ist nicht so viel. Also 15, 20 sollte man schon haben. Im Protoss Late Game. Aber gut. Was laberst du, Junge? Ja, D-Bay mit einer neuen Basis am Start. Protoss mit einer neuen Basis hier am Hinstellen. Baut nochmal los hier. Bling Upgrade hier nochmal geholt. Units Lost können wir uns mal gerne angucken. 22 zu 13.000. Jetzt Zerg hat viel mehr verloren. Die ganzen teuren Gas-Units, die ganzen Investoren. Ah, alle sind Schrott. Na, und Protoss hier mit seinem 2-1-3. Protoss rutscht hier mal rüber, über den Zerg, der sich hier komplett vernaschen lässt, sich noch nicht bewegt. Oh, die Storms hier, die Hydralisken, schön, bum, bum, bum. Und hier, ja, schön wieder die Investoren in erster Reihe vorne, das ist sehr wichtig, dass die ganz vorne ihr, ja. Sehr gut, man braucht da gar nicht viel zu sagen. Komplette Zernichtung. Ja, wir waren eben bei 20 zu 11, jetzt sind wir bei 32 zu 16. Ja, GG, Toss, Tus OP. Tus OP, jawohl, das kann ich bestätigen. Ja, Tus OP. Mit diesen Worten entlasse ich euch, das kann man nicht mehr besser sagen. Ja, Tus ist OP. Vor allem in der Bronzeliga. Ich klopf's mir jetzt ordentlich rein und dann... sag ich hier, tschüss.